Seit 2007 ist der VW Tiguan der Trendsetter in seiner Klasse. Das wird diese neueste Ausgabe auch wieder schaffen. Es ist einiges verändert worden. Besonders die bullige Front steht dem Auto echt gut. Das aktuelle Markengesicht zeigt neue Scheinwerfer mit einer an den Golf 8 angelehnten Tagfahrlichtsignatur. Und sie reichen auch bis in den Kotflügel. Wer ein Familienauto sucht, der entscheidet sich oftmals für einen solchen Volkswagen Tiguan. Das gleiche gilt auch für einen sportlichen SUV oder ein Fahrzeug, bei dem man einiges mitnehmen oder einladen kann. Da hilft auch ein solcher Tiguan. Das Update der zweiten Generation zeigt ein paar kleine optische Änderungen. Es gibt hier eine andere Motorhaube, die sieht ein bisschen flacher hier vorne aus. Dann hat man hier einen anderen Grill und auch ein neues Bugteil mit etwas geänderten Lufteinlässen. Das hier ist die R-Ausgabe, das R-Modell mit reichlich Leistung und ein paar schönen Accessoires. Allein 2019 wurde der Tiguan rund 900.000 Mal verkauft. Da schaffte selbst der Goldniff. Also ich muss schon sagen, wenn man hier in diesem Tiguan R Platz nimmt, dann sieht das alles sehr edel aus. Man hat hier die feinsten Materialien, die beste Verarbeitung, was die Sitze oder auch hier diese Lederteile angeht. Man hat hier ein gut gestyltes Lenkrad. Es gibt natürlich auch digitale Technik, ganz klar. Ein virtuelles Cockpit, das hat man ein bisschen geändert, passend zu diesem R-Modell. Dann gibt es einen großen Monitor, 9,2 Zoll ist der groß. Da kann man per Touchscreen alles Wichtige einstellen. Dieses Auto besitzt natürlich auch alle neuen Fahrerassistenzsysteme, zum Beispiel auch einen Travel Assist, und das beinhaltet die Möglichkeit, das Ding fährt eigentlich alleine von Tempo 0 bis 210, zum Beispiel auf der Autobahn, wenn man im Stau unterwegs ist. Man muss nur die Hände am Lenkrad halten. Ich denke mal, das ist eine Geschichte, die ist sehr komfortabel und macht das Autofahren sehr sicher. Für alle Ausstattungslinien gibt es nun auch den modularen Infotainment-Baukasten Nummer 3. Das sichere Fahren garantieren auch die unterschiedlichen Fahrmodi in diesem SUV, der zu den besten in seiner Klasse gehört. Der Tiguan ist das meistverkaufte SUV in Europa und war letztes Jahr tatsächlich auch bei Volkswagen das meistproduzierte Fahrzeug. Über 900.000 Stück haben wir weltweit letztes Jahr produziert. Also der Tiguan hat eine sehr große Bedeutung für Volkswagen. Dieses Tiguan R-Modell zählt zum Sportlichen in seinem Segment. Das unterstreicht auch das Interieur. Die Sitze sind ergonomisch geformt und bieten viel Halt. Und Platz gibt es für Großgewachsene im Fond. Laden kann man von 615 bis hin zu 1655 Litern. Das unterstreicht seine Vielseitigkeit. Ja, die Vielseitigkeit ist natürlich ein sehr wichtiger Grund für den Tiguan, hat aber natürlich auch noch viele andere Sachen, die ihn auszeichnen. Er hat eine breite Motorenpalette, er hat natürlich neueste Digitalisierung an Bord, er ist vernetzt. Also er hat viele wirklich tolle Eigenschaften, die die Fahrer und Fahrerinnen des Tiguan überzeugen. Für das R-Modell stehen diese Bremsen zur Verfügung, die jeden Sportfahrer zufriedenstellen. Ein Wort zur Motorisierung. Also es gibt für diesen Tiguan natürlich die modernsten und saubersten Diesel und Benziner. Die Diesel haben eine Leistung zwischen 122 und 200 PS. Beim Benziner sind es 130 und 245 PS. Für die Sportfahrer unter ihnen gibt es dann noch diese R-Variante. 2 Liter Motor, 4 Zylinder, Turbo aufgeladen und um die 320 PS. Wer besonders sparsam fahren möchte, für den gibt es auch noch einen Plug-in-Hybriden. Da ist man wahrscheinlich mit rund 3 Litern unterwegs und die Technik stammt vom neuen Arteon. Die elektrische Reichweite liegt bei 50 Kilometern. Übrigens, alle Diesel besitzen das neue Twin-Dosing-System zur Stickoxidverringerung. Doch wie sieht der Tiguan-Kunde eigentlich aus? Ja, das ist eigentlich von jedem was dabei. Natürlich für die Familie ein tolles Auto, weil es viel Platz bietet, aber auch für Leute, die einfach aktiv sein wollen, mal das Auto nehmen, rausfahren und auch natürlich für jeden, der im Alltag einfach ein schönes, geräumiges und komfortables Fahrzeug möchte. Und das ist der VW Tiguan mit Sicherheit. Ja, zum Schluss meine Meinung zu diesem neuen Tiguan von Volkswagen. Er ist ein absoluter Allroundler für mich und man kauft eigentlich 3 Autos in einem. Man hat ein Familienfahrzeug, einen sportlichen SUV und auch einen Kleintransporter. Und deshalb gibt es für mich für diese Fähigkeiten einen Daumen hoch. Das war's von mir. Tschüss. Die Tiguan-Preisliste soll bei rund 28.000 Euro beginnen.